Die Streichung der Subventionen für Landwirte war offenbar fast ein Jahr im Voraus geplant. Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach sei der Beschluss, die Kfz-Steuerbefreiung für Traktoren zu streichen, bereits im Januar 2023 gefallen, und zwar einvernehmlich, ohne Protest durch die Ampelparteien oder Union und AfD. Zuletzt hatten sich Union und AfD bei den Protesten an die Seite der Bauern gestellt. Bei ihrer Winterklausur hatte die CSU sogar den Präsidenten des Bauernverbandes, Joachim Ruckwied, als Gast eingeladen. Und vom Brandenburger Tor ist mein Kollege Gerrit Sebald zugeschaltet. Gerrit, wie dürfte diese Nachricht denn bei den Landwirten ankommen? Der Bauernverband muss sich ja ganz schön verschaukelt vorkommen. Ja, ich würde sagen, da ist die spannende Frage, wie kommt es an, dass natürlich jetzt auch aus den Oppositionsparteien, insbesondere der Union und auch der AfD, der Vorschlag mitgetragen wurde. Weil sonst glaube ich, dass tatsächlich die Ampelparteien hier eh kein Stein im Brett mehr haben, vor allem auch bei den Bauern, die jetzt die ganze Woche demonstriert haben. Und deswegen stellt sich bei mir grundsätzlich die Frage, wie sehr dieses politische Klein-Klein und solche Nachrichten jetzt hier überhaupt noch durchdringen, wenn es um diese konkreten Maßnahmen geht, wegen derer die Bauern ja eigentlich angetreten sind, weil eigentlich merkt man, es geht jetzt um viel, viel mehr. Es haben sich ja auch noch viel mehr andere Branchen angeschlossen. Wir sehen sehr viele Spediteure, wir sehen Handwerker. Eigentlich wollen die mittlerweile ihre grundsätzliche Unzufriedenheit mit der Politik ausdrücken. Und deswegen glaube ich, dass eine solche Meldung vielleicht jetzt hier gar nicht mehr so viel ändert. Und wenn natürlich am Ende die Unzufriedenheit noch schürt, dass die Bauern unzufrieden sind, das erlebt man hier vor dem Brandenburger Tor jeden Tag. Seit einer Woche sind sie hier und es war teilweise bitterkalt. Ich konnte sie gestern in der Nacht von Freitag auf Samstag mal eine Nacht begleiten, die Bauern, und habe mir mal angeschaut, wie sie hier die erste Nacht des großen Wochenendes vor der großen Demonstration, die am Morgen hier stattfinden soll, wie sie diese Nacht verbracht haben. Plötzlich helle Aufregung vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Die Bauern fahren langsam große Geschütze auf. Zwei riesige Mähdrescher sollen der Regierung klarmachen, ihr Protest wird sich nicht so einfach absägen lassen. Am Freitagnacht heißt es großes Treckerrücken auf der Straße des 17. Juni. Nicht jeder weiß, wo er hin soll. Man sortiert sich noch. Mensch, stell dich da vor den Trecker. Mensch, komm ein Stück weiter vor neben den Toilettenbergen. Na dann, keine Ahnung. Ihr seht ja selber, was hier los ist. Kleines Wirrwarr hier, keiner sieht mehr durch. Jetzt sollen wir uns hier hinten hinstellen. Also nur weil der Bauernverband jetzt beschlossen hat, er will mal Montag hierher kommen. Also, verstehe ich nicht. Wenn sie einen guten Platz haben wollen, müssen sie halt auch drunter herkommen. Ist halt so. Und tatsächlich, Florian Klauk soll Platz machen. Die Polizei räumt auf, denn am Montag rückt auch der Bauernverband an. Bis zu 10.000 Trecker werden erwartet. Dabei steht der Spediteur mit seinem LKW schon seit knapp einer Woche in Berlin. Und das bei teilweise minus 13 Grad. Jede Nacht in seinem Truck. Doch er hat es kuschelig, wie er uns zeigt. Einmal hier unten ein Bett und einmal da oben eins. Dann sind die ganzen Schrankwände da oben, da kannst du alles reinpacken. Hier oben alle Staufächer. Kühlschrank ist hier, alles da, also eigentlich alles da, was man braucht. Und auch sonst hat man im Protestcamp der Landwirte und Spediteure fast alles, was man braucht. Auch weil es viel Unterstützung aus der Bevölkerung gibt. Am Abend bringen die Berliner den Bauern Brötchen vorbei. Wir sind Berliner, haben ein bisschen gesammelt, damit wir die Bauern hier vor Ort versorgen können. Sind hier heute mit 250 warmen Würstchen, 400 halbe belegte Brötchen, die wir hier frisch fertig machen für die Bauern. Ja. Ansonsten haben wir Energy Drinks, ein bisschen Glühwein für abends, Milchreis, Joghurt, Bananen, alles was so schön ist, was gesund ist, ein bisschen satt macht und ein bisschen Energie schafft, damit die hier noch 4 Wochen durchziehen können, wenn sich nichts ändert. Ja. Das wären aber auch 4 Wochen ohne Bett in Eiseskälte. Berliner Nächte sind lang. Irgendwann kehrt Ruhe ein im Camp. Viele Bauern schlafen auf ihren Treckern, eingepackt in Schlafsäcke. Auch Spediteur Florian Klenk hat die Vorhänge noch zu, als wir am frühen Morgen zwischen den Treckern unterwegs sind. Doch sein Kollege David wird gerade wach. Die Nacht war wohl kurz. Nur mit den Bauern zusammen haben wir am Tisch gestanden, Bierchen getrunken, geredet. So.
Dieses Bierchen konnte Stefan Salzer noch nicht mittrinken. Er hat anstrengende Stunden auf der Autobahn hinter sich, als wir ihn treffen. Extra für die Demo am Montag ist er die Nacht durchgefahren. Angekommen an der Siegessäule geht an seinem Fahrzeug nichts mehr. Panne. Ja, also ich bin hier letzte Nacht 450 Kilometer hierher gefahren. Bin heute Morgen angekommen, auf einmal die Festfeldbremse betätigt und die löst nicht mehr. Jetzt muss ich mir erstmal irgendwas ausdenken, wie das überhaupt weitergeht. Die Antriebsachse ist blockiert. Ich bin relativ müde, weil ich seit Freitag eigentlich nonstop auf Veranstaltung mit gewesen bin, oben in Schleswig-Holstein. Und ja, mal schauen. Also wenn wir jetzt nichts machen, ich mache das auch nicht für mich. Ich habe 4 kleine Kinder. Und wenn, dann jetzt. Doch wie lang dieses Jetzt am Ende sein wird, das lassen viele Bauern vor dem Brandenburger Tor noch offen. Klar ist, als am Morgen langsam wieder Leben in das Camp kommt, sie wollen der Bundesregierung weiter einheizen, wenn die nicht einlenkt. Die große Demo am Montag könnte dann anstatt der Abschluss der große Auftakt werden für die nächste Phase des Bauernprotests. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.